Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Cakespot Gaming. Wundert euch nicht, warum mein Outfit so scheiße aussieht. Ich ändere das mal. So, jetzt erzähle ich euch erstmal, was ich heute machen werde. Ich werde heute 6 Neon-Tiere machen, weil ich mein Inventar unbedingt... Ich brauche neue Pets und ja, es werden noch bald mehr Trading-Videos kommen. Und wundert euch nicht, warum mein Kitsune so heißt. Ich mache den jetzt auf jeden Fall noch ausgewachsen, weil das mein letztes Pet ist, bis ich das Neon machen kann. Und... warum der AFK Du heißt, wundert euch nicht. Das ist ein Trade-Gegenstand, den ich mal ertradet habe. Also wundert euch da nicht. Ja, aber ja, in den Winter- bzw. Weihnachtsferien kommen wieder richtig viele Videos, hoffe ich mal, dass ich da richtig aktiv werden kann und richtig viel arbeiten kann und richtig viel Neon. Also schreibt einfach auch Ideen in die Kommentare. Aber ich denke mal, ich kann dann richtig viele Neon-Videos über die Tiere machen und auch mit Tanja mal wieder zusammen Ideen machen und euch auch zeigen, wie wir das Weihnachtshaus da bauen. Und jetzt suche ich mir erstmal das Tier raus, das ich als erstes Neon mache. Ich fange erstmal mit so kleineren Tieren an. Ich hatte mir jetzt gedacht, mit so, wie nennt man das, häufigen Tieren anzufangen. So, wie zum Beispiel einen Hund oder so. Ich muss erstmal nach unten kommen, aber guck mir auch erstmal an, welche Tiere ich noch nehmen kann. Nee, ich will jetzt auch, also ich will so ein Special zu Weihnachtstieren machen und zu den Fosseltieren noch. Das machen ja Tanja und ich dann zusammen. Sie macht dann einen T-Rex-Neon. Sie hat schon einen Neon gemacht, aber ich glaube, sie hat noch welche zum Neon machen. Wenn nicht, dann hatchen wir halt noch ein paar Eggs, also Fosse-Ex, und zeigen euch das dann auch. Wo ist die Katze? Hier. Sind auch alle davon ausgewachsen? Ja. Okay, dann machen wir jetzt mal und ich werde die Tiere dann auch bewerten, Leute. Ja, ich werde die bewerten. Also wie ich die Farbe finde und wie ich finde, dass die aussehen, ob man da ein bisschen weniger Neon dran machen könnte oder ein bisschen mehr. Und von der Katze weiß ich ja schon, aber wir gucken mal. Ja, Leute, jetzt kommt die Auszahlung. Wie gesagt, ich finde die Katze nicht so gut. Also das Pink gefällt mir gar nicht. Und es ist halt einfach so regular. Also es ist einfach so Standard, ne? Deswegen gebe ich da leider nur die Hälfte, also 5 von 10 Punkten. Und ja, da braucht man jetzt auch nicht noch viel zu sagen. Ich fange jetzt direkt mit dem nächsten Tier an. Da denke ich mal, wird das der Australian Kelpie sein. Da habe ich mich nämlich ganz schön dran vergriffen. Und mal gucken. So. Ja, die sind alle ausgewachsen. Okay, machen wir mal drauf. So. Eigentlich wollte ich auch eine Folge spezial zu den Aussie Egg Pets machen, aber das... Da war die Chance, die Tiere da zu hatchen, ja auch noch etwas strenger. Also ich glaube 3%, diesmal ist ja 5%, aber ja, deswegen. Und den Australian Kelpie finde ich mega gut, deswegen eine 7 von 10. Ist zwar noch nicht so geil, dass ich sagen würde, wow, unnormal geil. Aber es ist schon extrem gut, weil ich dieses Lila auch extremely feier. Und am Ende des Videos gibt es, wie gesagt, noch eine Verlosung. Also bleibt dran. Die Verlosung wird etwas besser sein als die letzten. Ja. Jetzt werde ich ein Imu machen. Aber ich gucke nochmal schnell durch, welche Tiere... Ah, Puma, nee. Okay, das lassen wir. Dann nehmen wir... Ja, okay, das war gerade Discord. Nicht wundern. Einfach nicht wundern, okay? Und wenn mir hier gleich einer zwischenquatscht, das ist einfach von Discord. Habe ich jetzt vergessen auszumachen, aber ich hoffe, das macht nichts. Okay, das Imu. Drauf damit. Oha, seht ihr das, dass das dann so zweimal drauf geht? Das ist voll komisch. Guck mal, da hüpfen doch dann zwei Imus, oder nicht? Hä? Voll komisch. Egal. Okay, dann können wir auch gleich wieder bewerten. Oh Gott. Ja, ich finde diese gelbe Farbe tatsächlich richtig geil, weil gelb auch meine Lieblingsfarbe ist. Deswegen
Auch eine 7 von 10, finde ich mega geil. Und ich fange jetzt direkt wieder mal an mit dem Koala. Der auch, einer davon ist auch Fly und ich bin mega stolz auf diesen Koala. Ich hang da so lange dran, wirklich. Keine Ahnung warum. Kann auch sein, dass ich mir das nur vorstelle, aber ich hang da so lange dran und ich finde den so cute. Cute, cute, cute. Ja, ich glaube, ich fliege jetzt mal auf dem Ding. So sieht das im Winter aus. Fliegen und ich finde den so, so unnormal cute. Deswegen von den Punkten her, sieht man den von vorne? Nee, der dreht sich mit. Schade. Ah, jetzt hat man ihn einmal gesehen. Okay. Der kriegt von mir tatsächlich schon eine 8 von 10, weil ich den schon etwas besser finde. Und ich habe bis jetzt 4 Tiere gemacht. Lol. Okay, jetzt kommen wir zu den etwas besseren Tieren. Könnt ihr mal aufhören, immer rein und raus zu gehen? Danke. Ja, jetzt mache ich einen Zombie-Buffalo. Der wird dann Flyride sein und Neon halt. Und mal gucken, wie der so aussieht. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Tatsächlich habe ich einen fliegenden Zombie-Buffalo davon mal gewonnen in einer Verlosung. Aber schon lange her. Und ja, das ist dieser fliegende Zombie-Buffalo da. Den habe ich mal gewonnen an einer Verlosung. Ja, finde ich mega cool. Und da ist er. Oh mein Gott, ich finde ihn so geil. Aber ich finde, man könnte noch die Füße oder so oder auch noch die Hörner da vielleicht weiß machen. Dann wäre es cooler. Deswegen kriegt er von mir einen 9 von 10, weil ich finde den so, so geil. Aber man hätte halt noch mehr Neon machen können da dran. Aber ich finde den so cool. Cute jetzt nicht gerade, aber creepy vielleicht eher. Ja, jetzt kommt das Kitsune. Und ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich weiß ja schon, wie es aussieht. Ich habe das schon so oft ertradet. Ich hatte das schon so oft. Okay, was kommt? Okay. Dem Kitsune gebe ich einer 10 von 10. Ich finde das so mega geil. Die Farben sind einfach geil. Hellblau. Einfach mega, mega, mega geil. Und was ihr für die Verlosung tun müsst und was ich verlose, zeige ich euch gleich. Aber was ihr dafür tun müsst, sage ich euch jetzt schon mal. Ich verlose, also das zeige ich euch gleich. Ich wollte es gerade sagen, aber nein, sage ich nicht. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur abonnieren und euren Nutzernamen, also Username in die Kommentare schreiben. Und hier ist das gute Ding, was ich verlosen werde, Leute. Und ja, was ihr dafür tun müsst, habe ich ja schon gesagt. Und dann, würde ich sagen, war es das für dieses Video. Ciao!